So, plus 10 die andere Seite. Mal so die Mucke aus. Da sehe ich jetzt kein Problem. Okay, mach Big Pull. Wie gesagt, Heldentum haben wir jetzt schon gemacht, weil wenn du beim ersten Boss bist, ist Erschöpfung ausgelaufen. Und selbst wenn nicht, gehst du rüber und machst doch den Trash vom anderen Flügel. Das ist ja das Gute hier. Wo versteckt ihr all die Sandalari-Seelen, Guan Samdi? Gebt sie jetzt eurem Bossmann. Ihr werdet leiden. Sehr leiden. Damit ihr sie in den Schlund schickt? Nee. Das sind meine Leute, Muesala. Ich geb den nicht auf. Ich muss immer die beide andere Seite oder die andere Seite immer an Sulaman denken. Wo? Ah, da. Ist Zeit für den Kerkermeister. Warte, wir? Oh, ihr seid doch nicht mehr sauer wegen der Sache in Suldasar, oder? Hört euch an, wie wenig Schaden diese Gruppe bekommt. Ich mach fast 3k DPS, weil ich kaum heilen muss. Von einigen meiner Geschäftspartner einsammeln könnt. Das ist genauso wie wenn du eine Instanz hast, wo du gut skippen kannst, musst du am besten immer. Was ist los? Am besten immer ein Schurken mitnehmen oder ein Hexer für Soul Zone. Dann kannst du nämlich Trash pullen, zum Boss durchlaufen und dann da sterben und dann die Leute wiederholen. Machst einen Retz als Heiler. Natürlich müssen die Leute mitlaufen, ne, ist klar. Wenn die nicht in der Nähe liegen, bringt es auch nichts. Aber das ist halt das Problem. Viele, die Keys reinstellen, vor allem randommäßig. Oh, was ist mit dem Tank los? Achso. Okay. Aber kein kleiner Leck. Ja, auf jeden Fall viele Random-Gruppen, die Keys reinstellen, gucken halt nicht auf die Klassen. Die laden einfach ein, die gucken auf den GS und dann nach mir die Sinnflut. Aber wenn du bei dem Affix mit Explosiv halt nur Ranges nimmst, hast du ein Problem. Hast du noch Glück, wenn du so einen Heiler wie mich dabei hast, als Mili, der dann auch die Bubbles mitmacht? Wenn du dann aber einen reinen Range-Heiler dabei hast, der auch 0,0 Schaden macht, ist halt problematisch, ne? Oh, der Dicke kommt. Mach kurz hier die Bubble. Ah, der kommt gar nicht so weit, okay. Das habe ich umsonst gezogen. Ich habe gedacht, der läuft durch. Das wusste ich nicht. Habe gedacht, wir können um 16 Uhr. Ja, 16 Uhr ist schwierig. 16 Uhr ist leider schwierig. Waren sonst immer meine alten Streaming-Zeiten, aber ich habe extra umgestellt, falls die Kurzarbeit bald vorbei ist, dass ich da auch quasi vor der Arbeit noch zocken kann. Ne, 16 Uhr geht leider nicht, sorry. So ein Loa vergisst man nicht. Wie gesagt, vielleicht heute Abend mal ein, zwei Ründchen, wenn wir im Teamspeak sind. Kommt aber drauf an, die Stimmung zu Hause ist. Ne? Weil morgens lernt meine Freundin immer für ihren Fachwirt, von daher, oder Betriebswirt, sorry. Dann passt das immer ganz gut, weißt du? Darf ja auch nicht zu kurz kommen. Nee.
Aber kannst, wenn du morgen Lust hast, ich weiß nicht, was du für eine Skillung hast, kannst du gerne mit in Raid kommen. Also DDs sind immer gern gesehen. Tank sind, obwohl Tank, nee, Tank kannst du auch machen. Heiler auch, also jede, wenn du Lust hast, 19:30 ist Inf, 20 Uhr starten wir beim hungernden Zerstörer auf HC. Wenn du Bock hast. Abgesehen jetzt von unserem Gespräch nachher, ne? Kannst trotzdem mitkommen. Der ist stehen geblieben da drin. Unterbrechen. Oh, Geister, die vergesse ich jedes Mal. Die vergesse ich jedes Mal. Okay, der ist immun. Habe Zeit heute Abend. Wie sieht's morgen aus? Also heute Abend ist klar, aber wie sieht's morgen weiter aus? Spiele Destro Warlock. Ja, perfekt. Ein Millimeter im Raid. Wenn du Bock hast. 19:30, wie gesagt, Freitag. Ja, perfekt. Dann schick mir mal bitte deinen Charakternamen. Der Whisper, Charakternamen und am besten welcher Server hier, Teldrassil, Peranolde, egal. Dann füge ich dich dem Kalender-Invite hinzu. Ich will auf die Geister aufpassen. Die Geister, die ich rief. Lauf. Ja. Weiß ich auch, warum immer DBM Lauf sagt, weil die Geister dann rausploppen. Und ich bleib jedes Mal drin stehen. Unterbrechen. Lauf. Unterbrechen. Eine ist durchgekommen. Eine ist nicht schlimm. Das Unvermeidliche nur. Nee, nicht dein Battletech. Einfach den Charakternamen von deinem Warlock und dein Server. Also keine Ahnung. XY und Pere oder was? Neria Doc. Peranolde Teldrassil. Notstorm. Notstormo. Notstormo. Da weiß ich gar nicht, ob der überhaupt in unserem Reampool ist, ne? Kann sein, wenn du Gildenbeitritt möchtest, dass du einen Server wechseln musst. Aber ich glaube, der ist nicht in unserem Reampool mit drin. Müssen mal gucken, wir sind Peranolde, Schattenrad, Teldrassil, Garrosh und noch irgendeiner. Ja. Unterbrechen. Ich sehe nichts mehr. Uiuiui. Mann, jetzt hast du hier aber gar keinen Platz mehr. Verteidiger. Verteidiger. Entspannt. Können wir heute Abend checken? Okay, gut. Machen wir so. Machen wir so. Aber ihr werdet ihn zahlen lassen. Früher oder später kommt ihr zurück. Jetzt kann ich das eben schnell mal. Ah, nee.
Ist er nicht, sonst pullt er gleich und dann. Ich mach das nach andere Seite. Ich will nur dran denken. Ach ja. Bist du schon Nasaria gelaufen? Also, kennst du die Bosse im Schloss? Ich meine, ich erkläre die jedes Mal und ich mache auch quasi Add-on-Ersatz als Raidleiter. Ich sage immer alles an, zu 100%. Zumindest versuche ich es. Kann natürlich sein, dass ich auch mal manchmal was vergesse. Aber in der Regel sage ich das eigentlich immer an. Die einzige Macht, die Trolle bitten, ist der Tod. Und der Tod holt alle ein. Also nach wie vor so, wenn du einen hungernden Zerstörer kennst, ist er mit dem Miyamasma zusammenstehen. Wir machen einfach eine Gruppe vor dem Boss, weil wir stehen jetzt gerade vor dem hungernden Zerstörer HC. Einfach eine komplette Gruppe kuscheln vorm Boss, mit den Strahlen rauslaufen. Das war's. Die Kugeln, die dazukommen, kann man komplett ignorieren. Also den Boss genauso spielen wie auf Non-HC quasi. Was halt nur ein bisschen mehr Heilung, ein bisschen mehr Damage. Oh, bitte nicht beide pullen. Okay, er hat beide gepullt. Perfekt. Wenn die Fähigkeiten sicher. Okay, gut. Hat sich nicht überschnitten. Aber gut, die Dinger haben sich gedreht und die Bubble war genau da drinnen. Da ist der Schaden von einer Kugel geringer, als wenn du da reingehst. Wenn die Dinger sich drehen. Lauf. Wollt's aber jetzt jemand wissen, wa? Ach, der Tank ist einfach stehen geblieben. Weg. Macht auch einen ultra starken Damage, der Demon Hunter. Aber gut, der hat 220er GS, ne? Achso, die kommen ja hier rüber. Stimmt. What? Soll mich jemand retzen? 3, 2, 1, okay, keiner. Oh Mann, ey. So ein Stückchen hat gefehlt, so ein Stückchen. Kann doch nicht wahr sein. Wieder eine Schamhaarlänge vor dem sicheren Tod. Nochmal nicht jetzt. Make a bubble free now. Unterbrechen. Jetzt sind danach eben. Wie gesagt, solche kleinen Fails passieren, das finde ich immer nicht schlimm, aber wenn die Mechaniken halt nicht sitzen, dann wird es halt schwierig, ne? Dann wird es halt echt schwierig. Also finde ich immer persönlich.
ich mal wieder auf 12 hier. So. Das ist wieder eine entspannte Gruppe. Schon 4 Tote und einfach ganz entspannt. Jeder macht sich lustig drüber. Aber auf sarkastische Art und Weise. Das ist nämlich wieder ein Unterschied. Was ihr auch tut, ihr zögert das Unvermeidliche. Gut, dass ich schon rübergegangen bin. Ich bin einmal hier runtergeflogen, da wurde mir das gar nicht angezeigt, dass der Schleim rauskam. Das war ganz am Anfang noch. Moment, du hast auch ein Geschäft mit Buan Sandy gemacht? Ich wusste ja, dass du pfuschst, Milhouse, aber das ist einfach enttäuschend. Unterbrecher 1. Ah, jetzt kommt DBM wieder und nervt mich. Unterbrecher 3. Jupp, 10 von 10 HC down. Ui. Krass. Random oder auch mit der Gilde? Unterbrecher 5. Ne, wir sind da nicht so flott. Unterbrechen. Was denn für eine Fähigkeit? Wir hinter dem Boss. Halt! Ich verliere lieber das Mojo als mein Mäuschen. Jetzt gibt's was auf die Tür. Ich hoffe, den versteht jetzt auch jeder. Nicht, dass gleich beim Armageddon alle hier stehen bleiben. Jetzt gibt's was auf die Tür. Hab bei einer befreundeten Gilde ausgeholfen. Okay, das ist ja cool. 10 von 10 HC ist nice. Eigentlich so, seit Legion bin ich ja in der Gilde. Bei uns war es eigentlich immer so, dass wir uns... ging es eigentlich nur um den Non-HC-Content. Also, dass man den Geschichtsstrang schon mitmacht. Aber, dass wir ab Non-HC 10 von 10 oder generell, wenn Non-HC down ist, eigentlich aufhören. Aber wir machen jetzt trotzdem weiter. So, der dritte Boss zeigt jetzt, wie die Gruppe drauf ist. Der wird nämlich interessant. Wahre Liebe, ist das nicht süß? Der alte Buan Sandy wusste früher auch was von Romanz. Der gemacht hat Buan Sandy der ganze. Und jetzt her mit den Seelen und kniet nieder. Ist lange her. Aber ich erinnere mich, wie mit der Rauslaufen ist ganz schlimm. Euch abgewandt haben. All die Opfer, all das Blut, sie wollten. Ich brauch keine Jünger. Der Kerkermeister gibt mir schon alle Macht, die ich brauche. Und Buan Sandy wird man vergessen. Ganz entspannte Gruppe, finde ich geil. Schaden gleich. Naja.
Wollte es jetzt ruhiger angehen, bin Ü30 frisch geworden, oder was? Das ruhige Angehen wirst du bei uns auf jeden Fall finden, ne? Definitiv. Du kannst jetzt bei uns auf jeden Fall auch keinen Progress erwarten, ne? Wenn wir dann eine ganze ID, sagen wir mal einen ganzen Freitag, die 2 Stunden an einem Boss wipen, dann ist das so. Wir sind natürlich alle lernfähig, so ist nicht. Aber wenn es halt dann nicht reicht vom Damage her oder was auch immer, dann ist es halt so. Dann warten wir auf den nächsten Mittwoch, dann hat jeder nochmal ein neues Item, vielleicht einen höheren GS, dies und das und jenes. Und dann machen wir es nochmal. Weil wir haben halt auch einige dabei, die ihre Klasse nicht so zu 100% spielen, aber die wollen halt auch keine andere Klasse spielen. Dann ist es halt so, ne? Dann ist es halt so. Aber es sind jetzt keine Leute dabei, die quasi bei jedem Boss denselben Fehler immer und immer wieder machen, die dir irgendwann denkst so, ich kick dich gleich, ne? Selbst das wird nie passieren, aber es denkt halt auch keiner. Davon mal abgesehen. Ja, perfekt. Ja, genau. Komplett verloren. Oh, ich hasse es. Ich hasse es wie die Pest. Ich spiele seit 16 Jahren WoW. Ja, Dito. Dito. Nee, heute 57 geworden. Jetzt entschieden, dann mal ruhiger angehen zu lassen, oder was? Weiterspringen. Ich hatte auch mal überlegt, eine Raid-Gruppe aufzumachen in der Gilde, die halt ein bisschen Progress machen wollen, aber davon bin ich auch wieder weg. Das ist auch im Moment nur so ein Hirngespinst von mir, weil ich halt im Moment Zeit habe, weil ich, wie gesagt, in Kurzarbeit bin, aber das wird auch bald vorbei sein und dann ist es halt auch schwierig, ne? Dann ist es halt auch schon schwierig. So, das war jetzt mein Fail. Kurz warten. Er wartet nicht. Perfekt. Big Pull ist jetzt gerade schwierig. Ah. Jedes Mal kriege ich immer diesen scheiß Schlaf ab, ey. Das kann nicht wahr sein. Talentiert. Euch werde ich noch Demut beibringen. Er hat. Okay. Deswegen keine Zeit und Freitagswelt ideal. Ja, das wollten wir eigentlich auch geändert haben, dass wir an einem Samstag oder so reden, aber wir bleiben weiterhin bei dem Freitag. Auch immer nur 2 Stunden. Wenn wir mal alle Bock haben, länger. Also um 22 Uhr ist meistens so, dass ich nochmal einen Ready-Check mache und gucke, wer noch alles Bock hat. Auf noch ein paar Tries. Und dann machen wir weiter. Natürlich, wenn dann ein DD oder zwei gehen müssen, dann versuchen wir trotzdem noch weiterzumachen. So ist es nicht, ne? Und wenn jetzt wichtige Rollen gehen, wie Heiler oder so, dann wird es halt schwierig, weil nach wie vor ist es so, wir laden keine Randoms, ne? Also ich lasse lieber einen Raid ausfallen, wenn natürlich nicht genug Leute können, als dass ich mit Randoms auffülle. Auch nicht einen einzigen Random, da habe ich keine Lust drauf. Klar, wenn jetzt jemand in seiner F-Liste hat von einer alten Gilde oder sonst irgendwas, dann gerne. Aber halt wirklich keine Randoms. 0,0. So, er hat aus Versehen gepult.
immer bleibe ich an diesem Stein hier unten hängen, wenn ich hier runterspringe. Weiterspringen. Nur noch 16 Minuten. Das sollte alles kein Problem sein. Ich bin so ein Dussel, ey. Ich laufe auch genau da rein. Wo kann ich mich damit raus? Tank, 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 nicht sterben. Okay. Alles gut. Oh oh. Sorry. Müsste aber die Kugel wegmachen, ging nicht anders. Aber ist okay, dann kommt direkt die Manifestation, dann können wir pullen. Schöne Gruppe. Ich werde danach auch den nächsten Key, der bei rauskommt, jetzt, ob der hochgespielt wird oder nicht, auch nochmal random gehen. In der Gruppe von mir ausgesucht, um zu bestätigen, dass es wirklich besser ist, sich selber random Gruppen zusammenzustellen, als einfach einer beizutreten. Oh, jetzt habe ich gerade nicht geguckt. Egal. Alles gut. Was für Door. Ach. Jetzt haben wir die Manifestation nicht. Fuck. Das wird euch teuer zu stehen kommen. Was dürfte. Ich habe aber leider gerade keine CDs frei. Fort mit euch. Bitte tragt euren Besuch auf das hier kurz. 3, 2, 1, hoch. An eurer Stelle wäre ich vorsichtig. Was ist mit seinem Diener hier? Was ist mehr als nur schnöder Tanz? Du bist extra einmal Bubble gezogen, haben die Leute einmal. Normalerweise liegt er immer. Nach dem ersten Mal hochgehen. Wollt ihr das hier mal ausprobieren? Habt ihr euch schon mal gewünscht, fliegen zu können? Ach, ich bin so dumm. Meine Sachen können ziemlich. Hat keiner gesehen, nichts passiert. Ich hatte alles frei. Alle Procs hätte einfach nur mir einen Hot geben müssen. Ich habe einfach nicht drüber nachgedacht. Upsi, passiert. Aber noch 12 Minuten, alles gut. Alles gut, sind bei 100%. Das heißt FL. Front left oder was? Ah ja, front left, okay. Was? Eure kleinen Freunde denken, sie können euch helfen, Wonsamti. Welche Chance habt ihr gegen mich?
Muisala hat die einfach mit dem Tank immer mit. Seite vom Kerkermeister gebracht. Ein Handel fürs alte Odin-Auge geschlagen und die Banshee zum Kriegshäuptling gemacht. Glaubt ihr habt gewonnen, Bossmann? Wart wohl zu lang in den Schatten. Gib mal please dein Battletech. Guck ich gleich, weil ich gerade nicht aus dem Kopf die Zahl. Ich hab's das gerade noch im Hintergrund laufen. Nach dem Boss schicke ich dir das. Achte auf die Welle. Da schicke ich dir den Battletech so. Den, nicht das. Die Schatten sollen euch holen. Ach Leute. Verteidige. Über die Finsternis regiere ich. Verteidige. Über die Finsternis regiere ich. Achte auf die Welle. Die Schatten sollen euch holen. Okay, gut. So klein, ach, komm so her. Schwach. Euer Leben ist mein. Verteidige. Soll euch der Kerkermeister holen. Das war Epic Fail. Haben wir jetzt alle kurz geschlafen. Ne, der Boss ist geil. Der ist schon geil, aber manchmal kompliziert. So, warte, schick dir das jetzt? Ja, genau, ist es doch. Emergency, Hashtag. Jetzt ist es wieder weg. 2951. Warum mache ich das denn überhaupt? Ich bin doch hier. Genau, ich habe doch hier. Wie ging das nochmal? Tech, ne? Oder Ausrufezeichen Text? Nee, auch nicht. Ah doch, genau. Ausrufezeichen Text, dann kriegst du das wieder gewispert. Aha. Stimmt, genau. Ja. Das ist das über die so war das doch. Auslaufen. Verteidige. Achte auf die Welle. So klein. So schwach. Die Schatten sollen euch holen. Euer Leben ist mein. Verteidige. Ach, jetzt habe ich die Weiher falsch abgelegt. Rauslaufen. Ich laufe hier gar nicht raus. Verteidige. Über die Finsternis rauslaufen. Achte auf die Welle. Warum kriegt der Tank denn so viel Damage? Euer Leben ist mein. Die Schatten sollen euch holen. Verteidige. Beeilt euch. Der Preis spielt jetzt keine Rolle. Sterbliche Narren. Ich dachte, der geht auf Front Left. Na egal. Ich aktiviere direkt mal. Ihr wollt schreibt mich bloß nicht ab, alter Loa. So, hier hinten noch. Ihr könnt mich nicht ewig festhalten. Ah, ne, der kriegt den nicht mehr down. Im Toten kommt keiner. Über die Finsternis rauslaufen. Verteidige. Achte auf die Welle. Die Schatten sollen euch holen. Euer Leben ist mein. So klein, so schwach. Über die Finsternis verteidige. Soll euch der Kerkermeister. Okay, der hat keinen Chancen, ja stimmt. Über die Finsternis regiere ich. Verteidige. Achte auf die Welle.
Euer Leben ist mein. Jetzt mal kurz hier. So klein, so schwach. Die Schatten sollen euch holen. Oh, das war dumm. Verteidige. Bereit euch. Der Preis spielt jetzt keine Rolle. The last one, GG. Hab doch gesagt, in time, easy, easy. So, jetzt kann ich auch annehmen. Vater des Schlafs. Ah, easy. Krieg aber nur plus 1, ne? Ja. Nur eine plus 1 Aufwertung. Dem Tod entkommt keiner. Ich freue mich darauf, euch auszulöschen. Was habe ich bekommen? Plus 11 Hallen der Sühne. Okay, der lief gestern zumindest gut.